Und das ist übrigens eine ganz interessante Sache bei den Gelehrten, die sogenannten Ashab al-Ilal, die Gelehrten, die Ahadith präzise und genau studieren. Wie kommen sie darauf, in manchen Überlieferungsketten Fehler zu entdecken? Fehler entweder in der Überlieferungskette oder in einem Wortlaut. Jemand hat ein Wort hinzugefügt und sie sagen, dieses Wortlaut, dieses Wort hier ist nicht korrekt. Oder sie sagen, die Riwaya von Fulan über Fulan ist falsch, richtig ist, dass die von so und so ist. Wie kommen sie darauf? Und das ist das Interessante. Die Gelehrten des Hadith sagen, die Richtigkeit eines Hadith kann nur dann begründet werden, wenn alle Wege miteinander verglichen werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben jetzt einen Mann, der heißt Abdullah. Abdullah hat 20 Schüler. Also mit Schüler ist im Sinne des Hadith gemeint, wenn die Gelehrten im Hadith sagen, Fulan ist von seinen Schülern oder so und so ist von seinen Schuyuch, was heißt das? Fulan hat 600 Schuyuch, 1000 Schuyuch, was ist damit gemeint? Es ist nicht möglich, dass du bei 1000 Männern sitzt und bei ihnen mehrere Jahre studierst, oder? Ist nicht möglich sowas. Wenn ich ein Hadith von einem Mann höre, er überliefert ihn und ich höre ihn, dann ist er von meinen Schuyuch. Steht ihr? Ich habe nur ein Hadith von ihm gehört oder ein paar Hadith von ihm, die ich überliefere über ihn, dann der zählt zu meinem Schuyuch. Auch wenn ich nicht bei ihm länger geblieben bin, nicht von ihm profitiert habe, bei ihm nichts gelernt habe, zählt zu meinem Schuyuch. Da jetzt haben wir diesen Abdullah und er hat 20 Schüler. Und diese 20 Schüler haben wieder Schüler. Alle Schüler der Schüler überliefern ein Hadith nach einem bestimmten Schema. Einer von den Schülern der zweiten Generation hat aber ein Wörtchen hinzugefügt, das wir bei keinem anderen finden. Versteht ihr? So erkennen wir ganz einfach, dass hier etwas hinzugefügt worden ist oder etwas weggelassen worden ist, also da ist ein Fehler. Das heißt, der Ilm al-Hadith oder die Überlieferung des Hadith ist nicht, wie einige Muslime denken, ist nicht Kofferpacken. Kennt ihr Kofferpacken? Da flüstert einer dem anderen etwas ins Ohr oder sagt es laut. Er sagt es laut, aber lassen wir es mal beim Flüstern. Er flüstert einem etwas ins Ohr und der gibt es dann weiter, flüstert es dem Nächsten ins Ohr und so entsteht ein Hadith. Manche haben die Vorstellung, dass der Hadith so funktioniert. Stille Post. Ja, stille Post, nicht Koffer packen. Stille Post. Und dann denken sie, das ist absurd. Einmal stellen sie sich das so vor und dann heiligen sie den Ilm al-Hadith. Wenn das so wäre, wenn das tatsächlich so wäre, der Hadith, dann wäre es keine verlässliche Quelle. Dann wäre es tatsächlich keine verlässliche Quelle. Und auch einige der Orientalisten, die sich mit den Wissenschaften des Orient beschäftigen, dazu gehören auch die Islamwissenschaft, denken tatsächlich auch, und das sind Fachleute ihres Bereiches, denken tatsächlich auch, dass der Hadith so funktioniert. Aber das ist natürlich nicht korrekt. Tayyib.